Kapitel 13, Abschnitt 3. Der Schatten der Schuld. Die Schuld bleibt das Einzige, was den Vater verbirgt, denn Schuld ist der Angriff auf seinen Sohn. Die Schuldigen verurteilen immer. Und da sie verurteilt haben, werden sie es weiter tun, indem sie nach den Gesetzen des Ego die Zukunft mit der Vergangenheit verknüpfen. Die Treue gegenüber diesem Gesetz lässt kein Licht ein, denn es fordert Treue der Dunkelheit gegenüber und verbietet das Erwachen. Die Gesetze des Ego sind streng und Verstöße werden hart bestraft. Gehorcht daher seinen Gesetzen nicht, denn es sind Gesetze der Strafe. Und diejenigen, die sie befolgen, glauben, dass sie schuldig sind, deswegen müssen sie verurteilen. Zwischen Vernunft und Vergangenheit müssen Gottes Gesetze treten. Wollt ihr euch befreien? Die Versöhnung steht zwischen ihnen wie eine Lampe, die so hell scheint, dass die Kette der Dunkelheit, mit welcher ihr euch selbst gebunden habt, verschwinden wird. Die Befreiung von der Schuld ist die völlige Aufhebung des Ego. Macht niemandem Angst, denn seine Schuld ist die eure, und indem ihr den strengen Geboten des Ego gehorcht, bringt ihr eure Verurteilung über euch und werdet der Strafe nicht entgehen, die es für die bereithält, die ihm gehorchen. Das Ego lohnt die Treue zu ihm mit Schmerz, denn Glaube an es ist Schmerz. Und Glaube kann nur gemäß der Überzeugung belohnt werden, in die der Glaube gesetzt ward. Der Glaube gibt der Überzeugung Macht, und worin er investiert wird, bestimmt seine Belohnung. Denn Glauben wird immer dem geschenkt, was geschätzt wird, und was geschätzt wird, wird euch zurückgegeben. Die Welt kann euch nur geben, was ihr ihr gegeben habt, denn da sie nichts ist außer eurer eigenen Projektion, hat sie auch keinerlei Bedeutung, mit Ausnahme derer, die ihr in ihr gefunden habt und in die ihr euren Glauben gesetzt habt. Seid der Dunkelheit treu und ihr werdet nicht sehen, weil euer Glaube so belohnt wird, wie ihr ihn gegeben habt. Ihr werdet euren Schatz annehmen, und wenn ihr euren Glauben in die Vergangenheit setzt, wird die Zukunft ihr gleich sein. Alles, was euch lieb und teuer ist, das seht ihr als das Eure an. Die Macht eurer Wertschätzung macht es dazu. Die Versöhnung bringt eine Neubewertung all dessen mit sich, was euch lieb und teuer ist. Denn sie ist das Mittel, durch das der Heilige Geist das Falsche vom Wahren trennen kann, die ihr beide ohne Unterschied in eurem Geist angenommen habt. Deshalb könnt ihr das eine nicht ohne das andere wertschätzen, und deshalb ist die Schuld für euch genauso wahr geworden wie die Unschuld. Ihr glaubt nicht, dass der Sohn Gottes schuldlos ist, weil ihr die Vergangenheit seht und ihn nicht seht. Wenn ihr einen Bruder verurteilt, dann sagt ihr: Ich, der schuldig war, entscheide mich, es zu bleiben. Ihr habt seine Freiheit verleugnet, und dadurch habt ihr den Zeugen für eure Freiheit verleugnet. Ihr hättet ihn ebenso leicht von der Vergangenheit befreien und die Wolke der Schuld von seinem Geist nehmen können, die ihn an sie bindet. Und in seiner Freiheit hätte eure eigene gelegen. B.
bürde ihm seine Schuld nicht auf, denn seine Schuld liegt in seinem heimlichen Gedanken, dass er dir das angetan hat. Möchtest du ihn denn lehren, dass er Recht hat in seinem Wahn? Die Idee, dass der Sohn Gottes sich selbst angreifen und schuldig machen kann, ist wahnsinnig. Glaube das nicht, in keiner Form und in niemandem. Denn Sünde und Verurteilung sind dasselbe und Glaube an das eine ist Vertrauen auf das andere, was nach Strafe statt nach Liebe ruft. Nichts kann Wahnsinn rechtfertigen und nach Strafe für dich selbst zu rufen, muss wahnsinnig sein. Seht also niemanden als schuldig an, und ihr werdet euch selbst die Wahrheit der Schuldlosigkeit bestätigen. In jeder Verurteilung, die ihr Gottes Sohn anbietet, liegt die Überzeugung von eurer eigenen Schuld. Wenn ihr möchtet, dass euch der Heilige Geist davon befreit, dann nehmt sein Angebot der Versöhnung für alle eure Brüder an. Denn dadurch lernt ihr, dass es für euch wahr ist. Denkt immer daran. Es ist unmöglich, den Sohn Gottes teilweise zu verurteilen. Diejenigen, die ihr als schuldig anseht, werden zu Zeugen der Schuld in euch, und ihr werdet die Schuld dort sehen, denn sie ist dort, bis sie aufgehoben wird. Schuld ist immer in eurem eigenen Geist, der sich selbst verurteilt hat. Projiziert sie nicht, denn solange ihr das tut, kann sie nicht aufgehoben werden. Jedes Mal, wenn ihr jemanden von Schuld befreit, herrscht große Freude im Himmel, wo die Zeugen für eure Vaterschaft frohlocken. Schuld macht euch blind, denn solange ihr auch nur ein Quäntchen Schuld in eurem Innern seht, werdet ihr das Licht nicht sehen. Dadurch, dass ihr sie projiziert, erscheint die Welt dunkel und eingehüllt in eure Schuld. Ihr werft einen dunklen Schleier über sie und könnt sie nicht sehen, weil ihr nicht nach innen schauen könnt. Ihr habt Angst vor dem, was ihr dort sehen würdet, aber es ist nicht dort. Das, wovor ihr Angst habt, ist fort. Wenn ihr nach innen schautet, würdet ihr nur die Versöhnung sehen, die in Stille und in Frieden auf dem Altar für euren Vater leuchtet. Fürchte dich nicht, nach innen zu schauen. Das Ego sagt dir, dass in dir alles schwarz vor Schuld ist und heißt dich, ja nicht hinzusehen. Vielmehr heißt es dich, auf deine Brüder zu schauen und die Schuld in ihnen zu erblicken. Doch das kannst du nicht tun, ohne weiter blind zu bleiben. Denn wer seine Brüder im Dunkel sieht und schuldig in dem Dunkel, in dem er sie verhüllt, der hat zu große Angst, auf das Licht im Innern zu schauen. In deinem Innern ist nicht das, wovon du glaubst, es sei dort und in das du deinen Glauben setzt. In eurem Innern ist das heilige Zeichen des vollkommenen Glaubens, den euer Vater in euch setzt. Er schätzt euch nicht so, wie ihr euch schätzt. Er erkennt sich selbst und erkennt die Wahrheit in euch. Er weiß, dass da kein Unterschied ist, denn er kennt keine Unterschiede. Kannst du Schuld da sehen, wo Gott vollkommene Unschuld weiß? Du kannst seine Erkenntnis verleugnen, aber du kannst sie nicht verändern. Schau also auf das Licht, das er in euch gelegt hat, und lerne, dass das, wovon du fürchtetest, dass es dort sei, durch Liebe
ersetzt worden ist.